A mercenary band has been sighted to the northeast. I believe they mean to take Consul Hoth's tower, and I don't expect the Archmage will go quietly. Ein Söldnertrupp wurde im Nordosten gesichtet. Sie haben offenbar vor, Consul Hoth's Turm einzunehmen. Und der Erzmagier würde ihn nicht kampflos verlassen. Consul Hoth's one of the greatest wizards of our generation! Consul Hoth ist einer der größten Zauberer unserer Generation. Alof ist voll nervöser Energie und schwankt zwischen Unruhe und freudiger Erregung. Er scheint sprachlos zu sein. The Torn Bannermen are a deadly fighting force. And Consul Hoth himself has sent many travelers to their graves. I would caution you to stay clear of the region if you do travel to the White March. Die Männer des zerrissenen Banners sind ein tödlicher Kampftrupp und Consul Hoth selbst hat viele Reisende ins Grab geschickt. Ich rate Ihnen, das Gebiet zu meiden, falls Sie in die Weißmark reisen. It's not that I doubt your courage, my lady, but Consul Hoth alone boasts power of a different scale altogether to those foes you have faced thus far. Given more time, perhaps you will match him. Foreshadowing. Ich zweifle nicht an Ihrem Mut, meine Fürstin, aber Consul Hoth allein besitzt mehr Macht als alle Feinde, denen Sie bisher getrotzt haben. Eines Tages werden Sie ihm vielleicht das Wasser reichen können. If the Bannermen succeed in their efforts, I fear they may turn their attention to Cad Nua. I will keep you apprised of the situation, my lady. Wenn die Bannermänner Erfolg haben, werden sie ihre Aufmerksamkeit wohl auf Cad Nua richten, fürchte ich. Ich halte sie auf dem Laufenden, meine Fürstin. Weißt du noch etwas über diese Söldner? Little enough, I'm afraid. The Torn Bannermen are well supplied and well organized, and there are rumors that they are backed by an unknown benefactor. Sehr wenig, fürchte ich. Die Männer des zerrissenen Banners sind gut ausgestattet und gut organisiert. Es gibt Gerüchte, dass ein unbekannter Hintermann sie unterstützt. They have proved remarkably effective in the past, and they are certainly a threat now. Sie haben sich in der Vergangenheit als erstaunlich effektiv erwiesen und stellen eine echte Gefahr dar. Wer ist Consul Hoth? A famed Archmage. I am given to understand that the Brackenberry Sanitarium puts much stock in his work, as regards the manipulation of the soul. His spells are widely circulated. Ein legendärer Erzmagier. Ein legendärer Erzmagier. Man sagte mir, dass seine Arbeit zur Manipulation der Seelen im Sanatorium von Warnheim hoch geschätzt sind. Seine Zauber sind weit verbreitet. But he is poorly regarded in many circles. Some call him a madman, or else cruel and barbarous. He must be very old by now. Perhaps that is why the Torn Bannermen believe they can best him. In einigen Kreisen wird er jedoch nicht gern gelitten. Reiche nennen ihn einen Wahnsinnigen oder grausam und barbarisch. Die Bovotin hält inne, er muss inzwischen sehr alt sein. Vielleicht glauben die Männer des zerrissenen Banners deswegen, dass sie ihn besiegen können. Leb wohl. Safe travels, my lady. Sichere Reise, meine Fürstin. Ja, die Belagerung von Krekhold. Ist das hier jetzt irgendwo? Ah. Die Burgwirtin von Cad Nua hat mir von einem Konflikt auf einer entlegenen Klippe im Dürrwald berichtet. Die Männer des zerrissenen Banners, eine gefürchtete Söldnerbande, belagern die Festung einer örtlichen Legende des Erzmagiers Consul Hoth. Im Zentrum des Konflikts steht ein geheimnisvolles magisches Artefakt. Die Burgwirtin denkt sich, ich sollte die Angelegenheit untersuchen, um die Sicherheit von Cad Nua zu gewährleisten. Konstellas Festung liegt nördlich von Cad Nua. Sie steht auf einer entlegenen Klippe namens Krekhold. Ich sollte nach Krekhold reisen und die Lage beurteilen. Also ja, da würde es in die Weißmark nach Stalwart gehen. Und das sind die Krekhold-Klippen. Mhm. Das ist aber alles Zeug, was ich machen werde, wenn ich viel weiter bin. Die Bürger von Stalwart haben mich gebeten, eine verlassene Zwergenfestung namens Durgans Batterie zu öffnen und die weiße Esse zu finden. Ihr Bürgermeister Renengild will mir womöglich mehr sagen. Stalwart liegt in der Weißmark. Die Reise wird mehrere Tage in Anspruch nehmen. Mhm. I'm here. Anscheinend verbreitet sich hier Ruhm, meine Fürstin. Ich habe Reisende in Trutzbucht darüber Errungenschaften sprechen hören. Bitte vergeben Sie mir, aber es ist mir eine Erleichterung, die Burg unter dem Befehl von jemandem mit mehr Verbindung zur Welt zu wissen. Dinge werden leicht vernachlässigt. Wie ist der Zustand der Burg?
Ach, wo soll ich anfangen? In Ordnung, lass mal sehen. Absolutely. Gut, Sie zu sehen, meine Fürstin. Ich kann schon einige Veränderungen in der Luft spüren. Es gibt viel zu tun. Gibt es etwas, das, bei dem ich behilflich sein kann? Wie ist der Zustand der Burg? Da sagt sie immer dasselbe. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung, meine Fürstin. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn ich irgendwie behilflich sein kann. Ich habe einige Fragen. Da werde ich alles in meinem Machtstehende tun, um dies zu beantworten. Was möchten Sie denn wissen? Ja. Ich kann über Konzelhaut reden. A famed Archmage. I am given to. But he is. Das kennen wir alle schon. Little. Ich habe andere Fragen. War dies einst deine Burg? Not as a land is its lords. More as a child is its mother's. This castle was my design, you see. The Earl appointed me to do it. I was getting on in years. I knew it would be my only chance to build something magnificent. Nicht so wie die Lande ihrem Fürsten gehören, eher wie ein Kind seiner Mutter gehört. Diese Burg habe ich entworfen, müssen Sie wissen. Der Graf hatte mir diese Aufgabe übertragen. Ich wurde älter. Ich wusste, dass dies meine einzige Chance sein würde, etwas Großartiges zu bauen. When it was built, I couldn't bring myself to part from it. To go back to my lonely home. I begged the Earl to let me stay, to take care of it. It was all I wanted, and he granted it. Years later, when Bareth Sasha finally came calling, I begged the Earl to find a way to let me remain, and so he did. Als sie gebaut wurde, brachte ich eine Trennung von ihr einfach nicht mehr über mich. Ich wollte nicht zurück in meine einsame Behausung. Ich flehte den Graf an, mich bleiben zu lassen, um mich ihrer anzunehmen. Das war alles, was ich wollte, und er gewährte mir meinen Wunsch. Jahre später, als Berats Totengräber mich tatsächlich rief, flehte ich den Graf an, einen Weg für mein Bleiben zu finden. Und das tat er dann auch. Du hattest zuvor einen Grafen erwähnt. Der Earl of Yenwood. The original, in fact, when Deerwood was a colony. He found this site, the only ruin Air Glanfarth refused to defend, and he believed its wealth would be great. The keep was his way of defending his family's claim, and that claim became his obsession. He had to know what lay beneath. Dem Grafen von Yenwald, und zwar dem ursprünglichen, als Dürrwald nur eine Kolonie war. Er fand diesen Ort, die einzige Ruine, die sich Air Glanfarth zu verteidigen weigerte, und glaubte, dass ihr Wert groß wäre. Die Burg war seine Weise, den Anspruch seiner Familie zu verteidigen, und dieser Anspruch wurde seine Besessenheit. Er musste einfach wissen, was darunter lag. He devoted his life to excavating the ruins below the keep. They had been sealed with rock and soil. Deliberately, it would seem. Years passed, and with them the Earl. He dug his entire life and never found what he sought. His obsession became his sons and his son's sons. And one day, that young Earl broke through. Er widmete sein Leben der Ausgrabung der Ruinen unter der Burg, die mit Fels und Erde versiegelt worden waren. Absichtlich, so wie es aussah. Jahre vergingen und der Graf mit ihnen. Er grub sein ganzes Leben und fand doch nie, was er suchte. Seine Besessenheit wurde zu der seines Sohnes und zu des Sohnes Sohnes seines Sohnes. Und dann eines Tages brach der junge Graf durch. Er fand heraus, dass die endlosen Pfade auf ihn warteten. Ja, ein unendliches, in seiner Bauweise unverständliches Labyrinth. Mehr als das aber brachte er niemals in Erfahrung. Böse und gefährliche Wesen haben hier Einzug gehalten, sie strömen durch die Burg nach oben und erschlugen ihre Bewohner einschließlich des Grafen. After that, the keep remained abandoned. Unused, wasted. Meowol's mastery of this place was the first hope I'd had in 200 years. How I've longed to see it as it once was. Seitdem blieb die Burg verlassen, unbenutzt, verschwendet. Mehrmals Beherrschung dieses Ortes war meine erste Hoffnung seit 200 Jahren gewesen. Oh, wie ich mich danach sehnte, sie wieder so wie einst zu sehen. I can only guess why all this has happened. I fear I've wronged the gods putting this place here, and they've doomed me to watch it wear away into dust. To witness my own folly.
Ich kann nur vermuten, warum sich das alles zugetragen hat. Ich befürchte, ich habe den Göttern Unrecht getan, indem ich diese Burg hier baute und wurde dafür dazu verdammt, sie langsam zu Staub zerfallen zu sehen, um meine eigene Torheit zu erleben. Bist du in diesem Thron gefangen? Imprisoned? At times it feels that way, I suppose. But it's more that I reside here. The throne was brought up from the ruins. One of the first things they found. As a last favor to a dying woman, the Earl arranged for me to be moved into it. Audra is an accommodating vessel for a soul. Gefangen? Ja, manchmal fühlt es sich so an. Aber meistens empfinde ich es eher, als würde ich hier wohnen. Der Thron wurde aus den Ruinen geborgen. Er war eines der ersten Dinge, die man fand. Als letzte Gunst für eine sterbende Frau sorgte der Graf dafür, dass ich in ihn gewürgt wurde. Adra ist ein verträgliches Gefäß für eine Seele. Oh, it's not as confining as it seems. I can feel the whole keep from here and all things that are tied to it. There's something about this throne and its construction. Or maybe it's something about this place. Ach, das fühlt sich gar nicht so beengt an, wie es scheint. Von hier aus kann ich die gesamte Burg und alle Dinge spüren, die mit ihr verbunden sind. Dieser Thron und seine Bauweise haben irgendetwas an sich. Vielleicht liegt es auch an diesem Ort selbst. Ich habe keine weiteren Fragen. Dann lebt wohl erstmal. So, jetzt gehen wir noch rasten und dann speichern wir. Also rasten, das nächste Ding in Auftrag geben und dann speichern. It's very nice. We're not sleeping here, are we? Das ist ziemlich fein. Wir werden doch nicht hier schlafen, oder doch? Ja, werden wir. Selbst der Brunnen funktioniert schon wieder. Ich habe nur noch einen Gefolgsmann. ja. Gucken wir uns mal die Leuchthöhle an, wie sie bis jetzt aussieht. Also ja, sie ist grundsaniert. Die Feuerstelle, Labor, ja. Ich würde jetzt einfach die 34 Minuten noch vergehen lassen. Aber ja, hier oben sieht es schon mal recht heimelig aus. Ah, hier wohnt Sagani mit Itomak. Hinter dem Haus erstreckt sich die Wildnis des Dürrwalds. Ja. Das ist die Frage, können wir die Zeit etwas schneller vergehen lassen? Vergeht so die Zeit, wenn wir hier einfach rumstehen? Ja. Also ich sehe, dass sich unten die Uhr bewegt. Oh, sie ist fertiggestellt. Okay. Gehen wir als nächstes
das Rumpfbecken in Auftrag. Geh noch mal kurz runter. Weil wenn die Leuchthöhle ausgebaut ist, das ist schon mal schön. Also ja, da die Küche ist fertig. Den Abschnitt und den Abschnitt müssen wir noch ausbauen. Das dauert jeweils einen Tag. Das heißt, wir schlafen jetzt ohne Bonus. So, jetzt sind wirklich alle Boni weg. Gut. Ich kann also speichern. Das ist jetzt Let's Play 017. Let's Play 17. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.